Mein Marktmeister sagt mir gerade, es ist noch keine 14 Uhr, wir können nicht anfangen. Es ist eine Minute vor zwei. Aber die Whiteheads aus Hamm haben schon mal das Steigerlied angestimmt. Glück auf, herzlichen Dank und ein Glück auf für die Whiteheads aus Hamm. So, meine Uhr geht eine Minute vor, wir können anfangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 210 Geschäfte sind in den vergangenen Tagen hier aufgebaut worden. Dazu kommen die Fest- und Gewerbeschauzelte. Es sind etliche Leitungen verlegt worden. Die Karussells sind auf Hochglanz poliert. All das sind eindeutige Vorboten. Die Vorarbeiten sind geleistet. SimJu 2017 kann beginnen. Und so begrüße ich alle Schausteller, ich begrüße alle Kirmesfreunde, ich begrüße allerlei Prominenz und die Gäste aus unseren Partnerstädten aufs Herzlichste. Und das mache ich nicht alleine. Das mache ich zusammen mit der bezaubernden Frau hier neben mir. Das ist die amtierende NRW-Kirmeskönigin 2017. Das ist Daryl Fee, die Erste. Einen herzlichen Applaus. Die Daryl Fee sieht nicht nur ganz bezaubert aus und eignet sich super als Kirmeskönigin. Sie könnte auch beim Sicherheitsdienst hier arbeiten oder als Bodyguard. Denn ich habe mal wegen der Hobbys recherchiert. Diese sind... Ja, ich bin leidenschaftliche Sportschützin und betreibe eine Kampfsportart namens Krav Maga. Krav Maga, das macht der israelische Geheimdienst. Hütet euch also, wenn irgendwas passiert... Die Daryl Fee steht uns bei. Schön, dass die Kirmeskönigin heute hier unter uns ist. Ich freue mich auch, danke. Mein erster besonderer Gruß gilt, wie in jedem Jahr, den Schaustellern und ihren Familien, die alles dafür tun, damit wir vier vergnügliche Tage haben. Begrüßen Sie mit mir den Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, und den Ehrenpräsidenten des Bundes, Deutscher Schausteller und Marktkaufleute, Hans-Peter Ahrens. Meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, Ehrenpräsidenten, nicht Präsidenten. Ja, lieber Hans-Peter, ich kann dich gerade nicht ausfindig machen, da vorne steht er. Du bist einen Schritt zurückgetreten. Einen kleinen Schritt zurückgetreten, das sei dir auch gegönnt, denn du hast dein Leben in den Dienst der Welt, der Schausteller und der Kirmessen gestellt. Du hast aber tausende Stunden damit verbracht, dass das Band zwischen euch Schaustellern, uns Städten und den Besuchern nie zerreißt, sondern immer ein kräftiges, stabiles Band bleibt. Dafür hat der Albert Ritter dich namens der NRW Schaustellerverbände mit dem klangvollen Titel Grand Seigneur der NRW-Schausteller ausgezeichnet. Das war Ritter, ja. Ja, ja, das ist der Ritter. So ist er, wie er lag und lebt. Wir danken dir ganz herzlich für deine Dienste, auch für SimJu. Ich habe 1967 das erste Mal selbstständig hier gestanden. Jetzt höre ich eine ganz, ganz wichtige Information, die ich nicht hatte. Der Hans-Peter Ahrens hat 1967, da war ich noch nicht geboren, zum ersten Mal hier auf SimJu gestanden. Das sind exakt 50 Jahre. 50 Jahre, ein Jubiläum heute zu SimJu 2017. Er bedankt sich ganz herzlich für 50 schöne Jahre miteinander. Meine Damen und Herren, ich sagte es gerade eben, SimJu, das bedeutet uns für uns auch jedes Mal, dass wir uns mit unseren Freunden aus den Partnerstädten wiedersehen, dass wir gemeinsam feiern, vor allem im Partnerschaftszelt, aber auch auf der ganzen SimJu. Wir freuen uns über diese Begegnungen und so begrüße ich alle Delegationsmitglieder der Städte Bayeul, Küritz und Wautsch und die internationalen Clubs inklusive. Stellvertretend gilt mein besonderer Willkommensgruß Frau Bürgermeisterin Boguslava Tovalevska und Frau Stadträtin Anne van Leberge.
Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, feiern wir Jubiläum mit den Partnerstädten. Und zwar sind wir seit 50 Jahren treu verbunden mit Bayeul. Seit 25 Jahren treu verbunden mit Wautsch. Und vor 2 Jahren haben wir 25-jähriges Jubiläum mit der Stadt Küritz gefeiert. Jahrzehnte in Freundschaft und in friedlichen Zeiten. Wenn das kein Grund ist, hier auf Semül gemeinsam zu feiern und zu trinken, dann weiß ich nicht. Wir haben noch weitere hochgeschätzte Ehrengäste und jetzt weiß ich nicht, ob ich alle erwische, aber ich schaue mal in die Runde. Ich sehe den Landtagsabgeordneten Rainer Schmelzer. Ein herzliches Willkommen. Er sagte mir, er wird es wahrscheinlich gar nicht ganz schaffen. Er hat es geschafft, er hat alles ins Zeug gelegt, damit er rechtzeitig ist. Ich sehe den noch relativ frisch gebackenen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Christoph Dammermann. Sehe die stellvertretende Landrätin Elke Middendorf, die den Landrat vertritt, weil der nämlich im italienischen Verona weilt. Wir sind sehr froh, dass Frau Middendorf heute zu uns gestoßen ist und den Kreis vertritt. Herzlich willkommen. Ich sehe, wie in jedem Jahr, diejenigen, die genauso viel Erfahrung wie ich haben mit dem Hissen der Freifeinde. Ein herzliches Willkommen für meine Vorgänger im Bürgermeisteramt, für Wilhelm Löw und Rainer Tappe. Jetzt sind bestimmt noch weitere Ehrengäste da. Ich begrüße Sie alle. Ich weiß nicht, wer noch alles da ist, aber Sie sind uns alle herzlich willkommen. Und dazu zählen auch alle Stadtrats- und Kreistagsmitglieder, die in großer Zahl wieder unter uns sind. Und ich freue mich über die geistliche Unterstützung. In der Regel ist immer Alexander Mese dabei und ich sehe da vorne auch den Pfarrdekan Jürgen Schäfer. Meine Damen und Herren, ja, Sie dürfen jetzt schon klatschen, das können wir gleich nochmal machen, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Semjül leitet sich ab von den Aposteln, vom Namenstag, vom morgigen Namenstag, Simon und Judas. Das ist uns allen bekannt. Der kirchliche Bezug ist also klar gegeben und liegt auf der Hand. Der Pfarrdechant lässt nicht nur die gelb-roten Fahnen aus dem Kirchturm wehen, er ist auch noch dabei, um 12 Uhr die Glocken läuten zu lassen, und zwar nicht nur irgendwie läuten zu lassen, sondern er ist am Bayern. Ich glaube, das hat auch heute wieder stattgefunden. Bayern, das ist eine ganz besondere Art des Glockenläutens, was in der Regel zu Festlichkeiten dieser Art stattfindet. Hinzu kommen Festgottesdienste zu Semjül und in diesem Jahr erwarten wir einen besonders hohen Gast. Heute noch wird zu uns stoßen der Weihbischof Dieter Gerlitz. Und für ihn hat er extra ein Messgewand anfertigen lassen, ein rotes Messgewand anfertigen lassen mit Semjül-Emblemen. Wenn das keine Identifikation ist, dann weiß ich nicht mehr. Herzlichen Dank für diese schöne Unterstützung, Jürgen Schäfer. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gelesen hat. Eine Woche vor Semjül haben wir immer ein Pressegespräch. Da bin ich vor einer Woche reingegangen, freudeerstrahlend, auf meine Wetter-App schauend und die für heute vorhergesagt hat, 19 Grad Sonne. Ja, wir sind da noch etwas von entfernt. Ganz so schön ist das Wetter nicht. Das müssen wir uns noch ein bisschen schön trinken. Aber das ist auch gar nicht so verwunderlich, weil ich habe kürzlich in einem Sprichwort gelesen, wenn zu uns Simon und Judas wandeln, dann wollen sie mit dem Winter verhandeln. Das tun sie ganz offensichtlich. Für heute hat der Winter jedenfalls nicht gewonnen. Das ist sehr wichtig. Das ist so zu unserer Freude und vor allem auch zur Freude unserer geschätzten Schausteller. Denn nur wenn sie mit ihren Geschäften auch Geld verdienen, können sie uns auch in Zukunft eben diese vergnüglichen Tage bereiten. Und das sage ich jetzt nicht nur zum Spaß, das sage ich auch nicht nur mit Blick auf das Wetter, das sage ich mit Blick auf die gesamten Rahmenbedingungen für das fahrende Volk. Diese Rahmenbedingungen sind, meine Damen und Herren, da muss ich ganz kurz ernst werden, alles andere als rosig. Steigende Gebühren,
Wir haben zum Teil neue Sicherheitsbestimmungen, die das Leben wirklich schwer machen. Wir haben höhere Auflagen. Und jetzt fangen auch noch einige Städte an, zu ihren Kirmessen die jahrelange geübte Vergabepraxis zu ändern. Das kann für den einen oder anderen Schausteller schnell die Existenz in Frage stellen. Liebe Schaustellerinnen und Schausteller, wir in Werne haben nicht vor, unsere Vergabepraxis zu ändern. Wir möchten, dass ihr unbeschwert zu uns kommen könnt und uns bespaßen könnt. Dann werden wir hier vergnügliche Tage haben. Damit das gelingt, richtig so, damit das gelingt, ist ein ganzes Team von Organisatoren hier am Werk. Da ist der Bauhof, da ist das Team vom Ordnungsamt und von Werne Marketing. Und wo diese arbeiten, da ist Rainer Schulz nicht weit, unser Simieu-Experte. Und stellvertretend für alle Organisatoren begrüße ich ganz herzlich unseren Marktmeister Jürgen Menke. Hab dich nicht vergessen. So, jetzt wollen wir hoffen, dass die Schausteller uns so richtig vergnügen, dass nämlich bei denen die Kassen so richtig klingen. In diesem Sinne wünsche ich uns alle vergnügliche, kulinarische und rasante Stunden, die jetzt beginnen sollen. Gemeinsam mit der Daryl Fee werden wir jetzt zum Hissen der Freifahne gehen. Und mit dem Hissen der Freifahne ist bekanntlich Simieu 2017 eröffnet.